Hallo und herzlich willkommen zu Typisch Deutsch. Mein heutiger Gast trägt nicht nur einen klangvollen Namen, er zählt auch zu den international erfolgreichsten deutschen Filmemachern. Er schreibt seine Drehbücher selbst, er produziert viele seiner Filme und wacht über den Schnitt. Deshalb sieht er sich als einen der letzten Vertreter des Autorenfilms. Mit dem Kinohit Out of Rosenheim wurde er weltweit bekannt. Herzlich willkommen, Percy Adlon. Mit Percy Adlon spreche ich über Filme, Freiheit und Fingerhakeln, über das Leben in Deutschland. Sie sind Deutscher, aber Ihre Wahlheimat seit 20 Jahren Los Angeles. Warum das? Ich wollte nur schnell sagen, da das die deutsche Welle ist, kennt man wahrscheinlich meinen bekanntesten Film nur unter dem Namen Bagdad Café und nicht Out of Rosenheim. So kennt man ihn hier. Bagdad Café war der englische Titel. In der ganzen übrigen Welt kennt man ihn als Bagdad Café, auch schon in Frankreich oder in Spanien oder so. Dann haben wir das schon mal geklärt. Warum Los Angeles, Herr Adlon? Wir haben uns in Los Angeles verknallt. Ich habe im Jahr 85 haben wir uns entschlossen, ein halbes Jahr rüber zu gehen, weil wir einen Film recherchieren wollten über das Leben eines Onkels von mir aus der Adlon-Familie. Und da waren wir eines Tages oben, so im Sonnenuntergang, im Griffiths Park oben, und haben runtergeschaut auf diese Türme von Downtown und das Ganze. Und die Weite und die Luft und die Vielfältigkeit und etwas, das einfach unvergleichlich ist zu dem, was so in Europa. Und dann sagen wir, das werden wir machen. Kommt die in Deutschland vor jetzt von da aus? Klein, piefig? Nee, so wie es immer war. Wie war es denn immer? Wie war es immer? Ich bin halt Deutscher. Ich habe 50 Jahre lang in Deutschland gelebt, bin auf dem Land aufgewachsen, habe in München, jahrzehntelang gelebt. Ich weiß nicht, was das ist, was diese amerikanische Freiheit eigentlich ist, dieser American Way of Life. Aber es ist irgendwie Menschen mit einem geraden Rücken, die sich irgendwie nichts bieten lassen, hat man das Gefühl. Und hier ist so sehr leicht eine Stimmung, wo man sagt, es wird einem eben doch von oben diktiert. Und wie Frau Merkel sich gerade fühlt, so fühlt sich das Volk. Und das ist in Amerika nicht. Das ist in Amerika wirklich nicht. Also wie Obama sich fühlt, so fühlt sich noch lange der Amerikaner nicht. Sondern man fühlt sich vielleicht eher so, wie das jeweilige Dorf sich anfühlt oder die kleine Stadt sich anfühlt, weil die jeweilige Fabrik gerade mal schließt, ja, und die Leute arbeitslos sind. Aber es ist viel, sozusagen viel näher, es ist viel mehr Eigenbau, es ist viel mehr diese Eigenverantwortlichkeit, ja. Ich bin ja gesund, warum soll ich eine Lebensversicherung haben, eine Krankenversicherung haben? Da haben eben die meisten keine Krankenversicherung. Und dagegen kämpft man dann, weil man ja weiß, wie das in Europa ist und wie toll das in Frankreich ist oder in Deutschland ist und diese Dinge. Ja, es ist ein Ausdruck von Freiheit, der nie stillstand, der immer da war. Ja, heute Morgen waren Sie nicht auf Ihrem Lieblingshügel. Fehlt da was? Nee, es ist schon gut so. Was bedeutet das, so jeden Morgen das Gleiche? Ist das was Meditatives? Nee, es ist auch nicht jeden Morgen das Gleiche. Also das wäre schön, das wünsche ich mir, aber es ist nicht so, wie es halt so ist. Ja. Es ist immer anders, als man es sich wünscht. Aber es hat für Sie jetzt nicht eine spirituelle Bedeutung, dass Sie Ich gehe gerne. Das ist gut für den Körper, ist gut für den Kopf. Ja, weil man ja doch stundenlang immer am Computer sitzt und seine E-Mails beantwortet. Und das ist ein unglaublich schönes Stück Land und das ist 10 Minuten von unserem Haus. Und das ist also der größte amerikanische Park. Ja, es ist ja kein Park, es ist halt eine Gebirgslandschaft innerhalb eines besiedelten Gebiets. Und es gibt einem schon diese Art von Freiheit. Das ist so, wie man, sagen wir, so halb über dem Tegernsee wandern geht, ja. Oder wenn man auf Elba ist. Ja? Das ist so ein bisschen die Vegetation.
In Ihren Filmen spielen starke Frauen ganz häufig eine Rolle. Woher kommt das? Haben Sie das mal psychologisch ergründet? Na, da brauche ich nicht viel Psychologie. Ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen und da war eben Krieg. Ja, ich bin 35 geboren und die Erfahrung der ersten 10 Jahre, bis der Krieg zu Ende war, das war oft in diesem Bauerndorf hauptsächlich mit Mädels. Also die jungen Männer waren im Krieg. Viel Jungs hat es eigentlich nicht gegeben. Es waren eigentlich alles Mädels, vor allen Dingen eben die Größeren, ja, die 20-Jährigen und so, waren alles Frauen. Und die hielten den Betrieb am Laufen. Die hielten den Betrieb am Laufen. Und ich habe ungeheuer gern mit Frauen gelebt. Ja, und das ist eben heute auch noch so, dass Frauen für mich etwas bedeuten, was ich in Männern nicht sehe, sozusagen. Die Art von praktisch sein und Wärme und Lebensklugheit. Und natürlich auch das, was mich an Frauen überhaupt interessiert. Ja, wir schauen mal rein in Ihr jüngstes Werk, Maler auf der Couch, ein Ehedrama um den Komponisten Gustav Mahler und seiner Frau Alma. Es geht um Betrug, Eifersucht, Psychoanalyse. Angeblich war Mahler auch bei Sigmund Freud auf der Couch. Stimmt das oder ist das ein Mythos? Ja, das stimmt. Nur war Freud im Urlaub und hatte eigentlich gar keine Lust zu arbeiten. Er wollte nur diesen Herrn von Karajan, Entschuldigung, Herrn Mahler, ja, den berühmten Mann, einfach mal so ein bisschen mehr unter der Lupe betrachten. Das hat ihn gereizt. Als Forschergeist, ja. Genau. Und Mahler wollte eigentlich nichts sagen. Er hatte überhaupt kein Bedürfnis, dem anderen seine Eheprobleme zu erklären, dass seine Frau mit dem anderen schläft, mit einem viel jüngeren Mann. Aber er wusste nicht, wie er zurechtkommt. Und so haben die beiden sich in der alten Stadt Leiden in Holland getroffen. Und der Maler wollte sich nirgendwo hinlegen. Ja, und nicht mal auf das Rollbett, das ihm da in Freuds Hotelzimmer reingeschoben wird. Er sagt, wir gehen da an den Kanälen entlang und reden. Aber da kam es zu nichts. Und dann findet der Film eine Möglichkeit, dass die beiden eben da in dem Hotel über Nacht bleiben. Ja, der Film spielt um 1900. Eine Frau, Alma Mahler, opfert ihre eigene Karriere, praktisch ihrem Mann, und hat dann zahlreiche Affären mit den Genies ihrer Zeit, also Gropius, Kokoschka, Franz Werfel. Hat sie Alma eigentlich mehr interessiert oder der Komponist Gustav Mahler? Mich hat Alma mehr interessiert und Mahlers Musik. Mahler schreibt während dieser Ehekrise einen Satz oder versucht ihn zu schreiben, seiner 10. Symphonie, die er nicht vollendet hat. Und dieser eine Satz beinhaltet ein Riesendrama. Und wir haben also einerseits visuell die Geschichte erzählt und andererseits in Tönen. Jetzt müssen Sie den Satz Mahler aber auch porträtiert. Verraten. Bitte? Der Satz lautet. Der Satz ist der erste Satz seiner 10. Symphonie, die er nicht zu Ende geschrieben hat. Und der heißt, und das ist ein Adagio, und dieses Adagio ist eine ungeheure Komposition, die sehr weit in die Moderne reicht. Wir sind ja, also 1910 ist ja sozusagen, fliegt ja der Kessel von diesem Dampftopf, wo also auf der ganzen Welt Moderne herrscht. Picasso und Braque und Munk und Frank Lloyd Wright in Amerika, ist ja überall, findet das statt. Und Mahler gehört ja eigentlich noch zur deutschen Romantik, reicht er irgendwie zurück. Aber das Neue reizt ihn immer. Und hier beschreibt er seine ganze Seelenqual in diesem Stück Musik. Und wir haben fast nichts anderes verwendet als diese Musik. Nur hat der berühmte Dirigent Esa-Pekka Salonen die Musik aufgebrochen und hat einzelne Instrumente innerhalb der Partitur für uns spielen lassen. Und das haben wir dann zu unserer Filmmusik gemacht. Also ein sehr interessanter Vorgang. Ein Satz ohne Worte. Sie haben zum ersten Mal ganz gemeinsam gleichberechtigt mit Ihrem Sohn Regie geführt. Wie funktioniert das? Ja, es ist Hierarchie. Es ist schon Hierarchie, aber es ist ja so, dass zum Beispiel ich stehe gerne neben der Kamera, neben dem Kompendium, Auge in Auge mit den Schauspielern. Und er sitzt am Monitor und sieht das alles bereits als Film, ja? Also da sind zwei Positionen, wo ein Regisseur heutzutage hin und her springt oder sich gleich nur vor dem Monitor setzt. Und da bin ich sozusagen alte Schule. Ich bin lieber direkt am Ball, also am Schauspieler. Und wenn er dann vom Monitor sagt, Fatih, da läuft irgendwas unrund, dann können Sie gleich reagieren. Höre ich auf ihn.
Also das funktioniert ja, dann schon ja, gleichberechtigt. Das funktioniert sehr gut. Und dann gibt es halt, wissen Sie, es ist ein historischer Film, der aber nicht historisch aussehen soll, sondern die zu uns hergezogen wird, ja, durch den Stil und die Art, wie wir das erzählen. Aber bei einem historischen Film gibt's halt sehr, sehr viel Arbeit. Und da hat Felix mir und ich ihm den Rücken freigehalten. Also haben zwei Leute immer noch genug zu tun. Und wir lieben uns. Es ist eine Vater-Sohn-Freundschaft, kann man sagen. Was nicht und deshalb, immer selbstverständlich na, ist mit berühmten nicht. Vätern. Ja, ja. Wie haben Sie das hingekriegt? Ich weiß nicht, wir haben immer zusammen geschrieben und er hat in Amerika studiert und ist sozusagen unsere amerikanische Stimme. Wir sprechen nicht einen Bruchteil so gut Englisch wie er. Und so hat sich das eben ergeben, dass wir eigentlich immer zusammengearbeitet haben. Das heißt, dass wir da jetzt zusammen Regie machen, ist nur das äußere Merkmal. Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu diesem Hotel? Ist das noch was Besonderes? Ich meine, Sie haben da lebenslanges Wohnrecht. Wenn Sie reinmarschieren, fallen alle auf die Knie oder ist das ein Hotel nee, jedes andere? Nee, aber ich Wohnrecht. Ich rufe an und krieg halt ein Zimmer. Also irgendeins, ein schönes möglicherweise, wenn gerade eins frei ist. Gut, es ist unsere Familie und ich bin einer der Erben. Und wir haben geholfen beim Wiederaufbau des Hotels. Ich war da auch ziemlich maßgeblich beteiligt. Sie haben einen Film gemacht. Und dann habe ich einen Film drüber gemacht. Und das Interessante ist eben, dass dieser Film, obwohl er im Grunde genommen für das Adlon wirbt, aber nie als Werbung gesehen worden ist, sondern immer nur als sehr schöne, interessante und unterhaltsame Berlin-Geschichte. Ist also x-mal im Fernsehen gelaufen und so weiter und läuft in den Zimmern. Und Leute, die den Film im Zimmer sehen, lieben ihn, weil sie das Gefühl haben, es sind die alten Mauern. Und dann wird gefragt, ist das noch das Alte? Und es ist überhaupt nichts mehr alt an dem Hotel, weil es ja weg war. Ja? Wäre das was für Sie, ein Hotel? Haben Sie jemals darüber nachgedacht, nein. Das weiterzuführen? Oh nein, nein. Das nein, ist nicht nein, Ihr Leben. Nein. Ich bin immer auf der kreativen Seite gewesen. Mich interessieren Dinge zu machen, die ich eben mache. Und ich habe ja also mindestens 3 Karrieren gehabt. Bühne und Rundfunk und Fernsehen und daneben Kinofilm und später dann Theater und so weiter. Also nein, das hat mich nie interessiert. Die Welt der Luxushotels finde ich interessant und da bewege ich mich gerne mal wieder drin, aber dann bin ich auch genauso irgendwo in Bad Tölz in einem ganz normalen Landgasthof. Hat Ihnen Ihr berühmter Name eigentlich eher geholfen bei Ihren Karrieren oder stand er im Weg? Haben Leute gesagt, ach, da kommt jetzt so ein Millionenerbe? Nee, also es war so, wie ich dann mit besonders dem einen großen Filmerfolg Karriere gemacht hatte, war ich halt der Percy Adlon. Und wie dann die Kempinski-Leute zu mir kamen Anfang der 90er Jahre und sagen, wir bauen das Adlon-Hotel wieder auf, habe ich gedacht, oh Gott, jetzt werde ich Herr Hotel sein. Plötzlich bin ich ja Herr Hilton oder so. Ja. Und das mochte ich eigentlich gar nicht. Herr Hilton, Percy Adlon. Ja. Eine Kollegin hat in der Uni mal hinter meinen Namen geschrieben, weil ich heiße Parsifal, nicht ja, Percy. Ja, ja. Hinter Parsifal Adlon hat sie geschrieben, Lohengrin Kempinski. Auch nicht. Ja? Und so, aber dadurch, dass ich also nach vorwärts gegangen bin, gesagt habe, da mache ich eben selber einen Film drüber, hat sich das irgendwie sehr zum Positiven entwickelt. Und meine Beziehung dazu ist eben wirklich, dass dieser Film 24 Stunden im Adlon läuft seit über 10 Jahren. Das ist sehr schön und sehr befriedigend, macht Spaß. Und das Einzige, was keinen Spaß macht, ist, dass uns Herr Kohl damals das Grundstück weggenommen hat, einfach so. Ja? Dass nach alles, was da vor Oktober 48 enteignet worden ist, wurde einfach den Besitzern nicht mehr zu den Erben nicht mehr zurückgegeben. Das war also eigentlich gar nicht nett. Aber was soll man mit so viel Geld? Im verdirbten Charakter. Bisschen durchgedreht sind Sie ja schon, die Bayern, oder? Wenn Sie solche Bilder sehen, kriegen Sie Heimatgefühle? Nee, solche Bilder nicht. Das ist also mehr so Tourismus oder so. Mm. Nein, ich kriege starke Heimatgefühle, wenn ich an Bayern denke. Besonders so gegen 12 Uhr mittags in Los Angeles, wenn ich denke, das wäre jetzt Weißwurstzeit. Gibt es Weißwürste in Los Angeles? Ja, es gibt es schon, aber
Das ist die wird nie alt. Die kann man in den Eisschrank tun, nach einem Jahr den Eisschrank aufmachen. Die riecht Grüß. Immer noch nicht. Na, ich habe mich eins gefragt. Bei Out of Rosenheim kommt eine Bayerin nach Amerika. Ja. Wäre das auch umgekehrt möglich gewesen, dass ein Amerikaner irgendwo in die bayerische Einöde kommt und da ein Hotel oder ein Restaurant wieder auf Vordermann bringt? Ich weiß es nicht, ob sich das so gelohnt hätte. Es war schon so, wie es war. Und man hat immer gesagt, dass die Amerikaner, wo der Film ja auch sehr erfolgreich ist, haben mir gesagt, so kann Amerika nur jemand darstellen, der hinkommt, das aufnimmt und sagt, aha, so ist das. Mhm. Ja? Also dieses schnelle Gucken, Begreifen, Empfinden im Gegensatz zu etwas so, ja, nach und nach so alles lernen. Ich glaube, ich habe da irgendwie so intuitiv ziemlich viel kapiert. Und das eben auf humoristische Weise dann dargestellt, das spielt natürlich eine große Rolle, wenn etwas dann so verhältnismäßig leichter herkommt und mit Herz, gell? Ja. Oh. Und die Bayern werden ja in Amerika nach wie vor als typisch Deutsche wahrgenommen, also Lederhose, ja. Oder ist das nicht mehr so? Werden Sie als Bayer wahrgenommen in Los Angeles? Nein, ich bin ja auch nicht. Ich meine, meine Mutter war Berlinerin. Ich kann vielleicht Berlinerisch leichter imitieren als Bayerisch. Nein, ich bin schon richtig Bayerisch. Ich bin auch stolz drauf, dass ich Bayer bin und gut Bayerisch spreche. Ja. Bayer mit Berliner Wurzeln Los Angeles, das ist toll. Ja. Wir kommen ganz am Ende zu unserem knallharten typisch Deutsch-Spiel. Sie kriegen zwei Antwortmöglichkeiten und ja. Wenn Sie Lust haben, entscheiden Sie sich für eine dritte. Ja. Was machen Sie lieber, Spielfilm oder Dokumentation? Dokumentarische Spielfilme. Weißwurst oder Hamburger? Weißwurst. So muss das. Gustav oder Alma Mahler? Alma. Gut, starke Frauen haben ihr Leben bestimmt. Ganz herzlichen Dank, Percy Adlon. Das war's schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Percy Adlon. Wir haben gesprochen über Bayern, Beziehungen und Berlin. Nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.